Wir schlagen eines der finstersten Kapitel der Weltgeschichte auf. Den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Doch wir beschäftigen uns in dieser Folge mit einem i-Tüpfelchen dessen. Wir befassen uns mit einer Auswahl von Experimenten, die an Insassen der sowieso schon schrecklichen Konzentrationslager ausgeführt wurden. Ziel dieser Experimente war es hauptsächlich unter anderem Kampf- und Impfstoffe zu erproben, die im Krieg zum Einsatz kommen sollten, aber auch die Auswirkung verschiedener Einwirkungen auf den menschlichen Körper. Doktoren wie Mengele und Verschür erlangten dadurch traurige Berühmtheit. Oftmals wurden polnische und Geistliche anderer Nationalitäten für die Experimente ausgenutzt, da diese in gesundheitlichem besseren Zustand waren, im Gegensatz zu den anderen KZ-Häftlingen. Sie wurden meist auf Massenveranstaltungen oder direkt aus der Kirche entführt. Wir denken, wir müssen nicht erwähnen, dass hierbei viele Menschen ihr Leben verloren. Im ersten Experiment, von dem wir erzählen wollen, wurden die Probanden mit Malaria oder Fleckfieber, auch als Kriegspest bekannt, infiziert, um den Krankheitsverlauf genauesten zu verfolgen. So schafften die Wissenschaftler die Bedingungen, um ihre Impfstoffe und Medikamente zu testen, die vor allem in Afrika-Feldzügen zum Einsatz kommen sollten. Ein weiteres Forschungsfeld waren die Unterdruck- und Höhenflugversuche. Hierzu wurden Verbrecher genutzt, da sich niemand freiwillig meldete. Die Testpersonen wurden plötzlich in Druckschwankungen, um Situationen eines Flugzeugabsturzes zu simulieren, ausgesetzt. Die Folgen hierbei waren Bewusstseinsverlust, erhöhter Druck oder Riss des Trommelfells, sowie Barotraumata, die sämtliche Hohlräume im Körper betreffen können und große Schmerzen verursachen können. Am gefährlichsten sind jedoch die Auswirkungen auf das Hirn, wenn es nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Diese können den Folgen eines Schlaganfalls ähneln. Einzelne Testpersonen wurden nach dem Versuch ertränkt, um zu überprüfen, ob die Symptome auf Luftembolien zurückgeführt werden können. In einer anderen Testreihe wurde erforscht, wie man abgestürzten Piloten mit Erfrierungen schnell und intensiv helfen kann. Hierzu wurden Probanden in Fliegeruniformen über Stunden hinweg in Becken gelegt, die mit Eiswasser gefüllt wurden, um sie in die gewünschte Ausgangssituation zu versetzen. Hatten die Testpersonen den gewünschten Zustand erreicht, wurden verschiedene Methoden zur Wiedererwärmung des Körpers eingeleitet, um herauszufinden, welche die vielversprechendste ist. Beinahe ein Viertel der 400 Testpersonen starb durch Unterkühlung oder Folgeerkrankungen. Um den Verlauf und die Ausbreitung der Phlegmone, einer eitrigen Infektionskrankheit, zu erforschen, wurden erkrankten flüssige Eiter entnommen und gesunden Testpersonen in Muskel, Haut oder Venen injiziert. Gleichsam testete man die Wirksamkeit von Sulfonamiden, die das deutsche Gegenstück zum Penicillin werden sollte und sogar ein größeres Einsatzgebiet aufweisen sollte. Bei den Probandeten bilden sich durch die Injektionen oftmals Abszesse oder sie erlitten eine Blutvergiftung. Manche überlebten auch längere Zeit, durchlitten aber größte Qualen. Um die Wirkung von Phosphorbomben und die Behandlung von ihnen verursachten Wunden zu erproben, wurden verschiedenen Testern eine Mischung aus Phosphor und Kautschuk, welcher Grundstoff für Phosphorbomben ist, auf die Haut aufgetragen und angezündet. Nach beinahe einer halben Minute wurde das Feuer gelöscht und die Auswirkungen dokumentiert. Drei Tage später wurde die Wunde mit Echinacea-Tinkturen behandelt und wieder beobachtet, um den Heilungsprozess zu verfolgen. Folgen dieser Tortur waren häufig Wundbrand und Tod. Eine Krone setzte dem ganzen Mengele mit seiner Zwillingsforschung auf. Die Bestimmung der menschlichen Vererbung auf verlässlicher Basis war angeblich sein Ziel. Er wollte Zwillingspaare unter gleichen Lebensumständen beobachten und seine Tests an ihnen durchführen. Typhusinjektionen in die Venen oder die Injektionen von Farblösungen in die Pupillen waren an der Tagesordnung. Zudem geschah alles unter vollem Bewusstsein der Kinder. Er scheute sich auch nicht davor, ihnen ebenfalls bei vollem Bewusstsein die Schädeldecke zu öffnen oder kleine Kinder aneinander zu nähen. Um Präparate, Organe und Blutproben zu entnehmen, schickte er auch Kinder bei voller Gesundheit in den Gastod. Viele Wissenschaftler, die sich durch diese Taten zu Verbrechern an der Menschlichkeit gemacht haben, wurde nach dem Krieg der Prozess gemacht, wenn sie sich diesem nicht durch Suizid entzogen. Einige, unter diesen auch Mengele, konnten jedoch fliehen und setzten sich unter falschen Namen nach Argentinien oder in andere Länder ab und entzogen sich so ihrer gerechten Strafe. Der Verblieb ist bis heute schwer nachzuweisen. So war das Mindeste, das die Gerichte tun konnten, den Verbrechern ihren Doktortitel und ähnliches abzuerkennen.